Die folgende Geschichte finde ich einfach zu schön. Wir schauen uns nochmal eine Episode an vom Python-Programmer Giles McCallum-Klein. Und er berichtet davon, wie er Schwierigkeiten hatte, Mathe zu lernen und auf einen Mathelehrer gestoßen ist, der ihm den Tipp gegeben hat, mit dem er Mathematik gelernt hat. Und das ist genau das Gleiche, wie ChatGPT lernt. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied, da kommen wir später drauf. Aber hören wir mal rein, wie er das gemacht hat. Er erzählt also am Anfang etwas über seine Probleme, Mathematik zu lernen. Da ist er vollkommen aufgeschmissen und sucht sich jetzt Hilfe und bekommt die dann. Sir, I don't understand linear algebra or vectors or calculus. Really, we shouldn't have let someone like you on the course. Work hard, you might get a D, but maths isn't for you. Yes, that. Das ist also dieses übliche hart arbeiten. Ist kein wirklicher Tipp, mit dem man was anfangen kann. Happened. A couple of days later, as I was sitting in an empty maths classroom, wondering how to turn things around, a man walked in. Anyone can learn maths, he said. I'll help you, and I promise you'll get more than a D. I was doubtful, but I had no other options. So, jetzt kommen wir also zu dem Weg, wie er das lernt. We agreed that I'd see him twice a week for half an hour during break. I turned up for the first session, and he handed me a stack of A4 papers. Pick one. At the top was a handwritten question, and underneath a handwritten answer. But part of the solution was missing. Fill in the gaps. But I don't know how to do this. You learn maths by doing maths. Fill in the gaps. So I tried. So. Verstanden? Er hat also haufenweise Zettel gekriegt mit Aufgaben und Antworten und da waren Lücken dabei. Und er hatte die Aufgabe, jetzt das zu lernen, diese Lücken auszufüllen. If I got stuck, he told me to write down what was a reasonable answer and give it a go. He gave me sheets to fill out between our sessions. If I ran out before the next lesson, I went to a textbook and worked through the examples in the same way, covering up parts of the solution and then figuring it out. No thanks. So, und das ist genau der gleiche Weg, wie man ChatGPT beigebracht hat, die Sprache zu lernen, die es ja gar nicht beherrscht. Ein neuronales Netz kann erstmal gar nichts. Und was man gemacht hat, ist, man kann diese unendlichen Textmengen, die man in ChatGPT reingeladen hat, durchgenudelt hat, die kann man ja nicht einfach mit menschenkontrollierter Hilfe lernen lassen. Das ist viel zu viel an Textdatenmengen und ein Mensch kann nicht sagen, dass sie es richtig oder ist falsch. Also es muss ein Lernprozess sein, den ChatGPT selber steuern kann und selbst Erfolg messen kann. Und wie das läuft ist, ChatGPT bekommt einen Text und dann werden zufällig an bestimmten Stellen in dem Text Wörter, also wir denken jetzt mal gerade in Wörtern, werden Wörter ausgeschwärzt, wenn man so möchte, unsichtbar gemacht. Und ChatGPT muss jetzt raten, was da für ein Wort hinkommt. Da man die Lösung nachgucken kann, die kennt man ja, wenn man die Schwärzung wieder wegnimmt, bekommt das neuronale Netz auf die Art und Weise eine Rückmeldung, ob es richtig oder falsch geraten hat. Und das macht man billionenfach mit ChatGPT. Man kann auch dann die Ausschnitte, die man abdecken möchte, vergrößern. Und weil ChatGPT ein geschichtetes neuronales Netz hat, hat es die Möglichkeit, nicht nur direkte Wortwahrscheinlichkeiten zu erlernen, sondern über größere Kontexte etwas zu, in Anführungszeichen, zu verstehen und dann eine gute Wahrscheinlichkeit dafür zu errechnen, was das nächste Wort sein wird, wenn das zugehalten ist. ChatGPT, wenn Sie das schon mal genutzt haben, funktioniert ja so, dass Sie einen Prompt eingeben und ab dann fängt das Ding an, zu Anführungszeichen, zu erraten, was gute Fortsetzungen dazu sind. Und dann hat es den Teil geschrieben und berechnet dann wieder die nächste Fortsetzung. Also aus dieser Fähigkeit, Lückentexte zu beherrschen, hat ChatGPT abgeleitet, eine anschlussfähige Konversation mit einem Menschen auf einen Prompt hinführen zu können. Und das hat Geiz hier mit Mathematik gemacht und gelernt. Jetzt gibt es aber einen kleinen Unterschied, von dem er später, das blende ich jetzt hier nicht mehr ein, von dem er dann später auch noch berichtet. Was ChatGPT ja nicht tut, ist ein Verständnis, warum ist dieses Wort an dieser Stelle richtig.
Und Geitz fordert auch nochmal auf, sich immer zu hinterfragen, nicht einfach die Lückentexte auszufüllen, sondern immer auch zu hinterfragen, warum ist diese Antwort richtig? Und darüber ergibt sich dann ein Verständnis über die Mathematik. Das ist etwas, was ChatGPT in dem Sinne fehlt. Es ist tatsächlich nur eine Prädiktionsmaschinerie. Das wollte ich Ihnen mal erzählen, dass wir vielleicht auch in der Programmierung mehr mit Lückentexten arbeiten können, damit Ihr Gehirn auch da verdrahtet wird, ähnlich wie ChatGPT. Aber Sie immer sich noch fragen können, warum, weshalb, wieso ist dann diese Antwort richtig oder falsch, die ich da gegeben habe. Und Sie haben damit eine ganz andere Lernqualität, als es ChatGPT hat.